Dark Magician. Ja, das ist schon ein gutes Deck. Da hat Konami wieder mal etwas sehr Cooles ausgedacht. Da das Deck sehr alt ist, bringt man erstmal gute Sucherkarten raus, um das Deck Konstanz zu geben. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Magier, der super zu dem Deck passt. Und dann fehlt nur noch eine Möglichkeit, den schwarzen Magier einfach zu beschwören. Dafür erfindet man einfach zwei Fallen und fertig. Das Klassiker-Deck ist wieder spielbar. Spielbar? Hast du gesehen, dass man vielleicht durch die leichte Beschwörung eine Falle braucht? Weißt du, was das heißt? Du musst sie setzen und kannst sie erst im gegnerischen Zug aktivieren. Einen Zug warten! Das ist dein Tod! Du kannst höchstens in einen Zug irgendwas suchen, setzen und abgeben! Das war's! Das Gute an der Fallenkarte ist dabei, dass dein dunkler Magier zusätzlich unberührt ist von Karteneffekten deines Gegners. Ja, unberührt! Das ist ja so toll! Ist ja nicht so, dass irgendwie alle Monster das Spielfeld verlassen, wenn sie zerstört wird! Sogar nicht mal zerstört, sie muss einfach nur das Spielfeld verlassen! Oh ja, wie gut, dass jeder einfach im Main Deck ein Out gegen diese Karte hat! Oh ja, ist ja eine super Falle! Dank des neuen Magier hat das Deck jetzt auch die Möglichkeit bekommen, ganz einfach auf einen Rang 7 Exit zu gehen, um so noch zusätzliche Optionen zu haben. Genau, zusätzliche gute Optionen! Was willst du denn machen? Dein Exit wird eh zerstört durch deine Falle. Und selbst wenn nicht, was hast du denn, hä? Big Eye? Oh ja, zielende Effekte sind ja so toll im aktuellen Meta. Es gibt nichts Besseres. Und selbst wenn, als würde der Gegner dein Exit eh nicht aufhalten. Das Starke im Deck ist, dass du durch den Kreis jeden Zug quasi eine Karte des Gegners banishen kannst und so ihn leicht OTK'en kannst. Wow, du darfst eine Karte banishen, indem du drei Karten benutzt. Weißt du, was das heißt? Jedes normale Deck kann mit drei Karten dir sofort eine OTK geben. Und dieses Deck erlaubt dir dann, eine Karte zu banishen. Mann, das ist aber stark. Dann kommt noch hinzu, dass sie ein sehr starkes Fusionsmonster bekommen haben, wodurch sie ihre Zauber- und Fallenkarten schützen können. Außerdem ist sie dank des Auges ganz einfach zu rufen. Oh wow, eine Karte in deinem ganzen Deck kann das also, ja? Deine Zauber- und Fallenkarten schützen. Du wolltest viel mehr Karten, die das können. Und dieses Monster, ja wow, das ist ja richtig gut. Dein Gegner braucht nur ein Monster, was stärker als 3000 ist und schon war's das. Und ach ja, Kaijus, da spielt ja keiner zurzeit. Die trompetieren dein Monster einfach weg und dann war's das mit dem Schutz. Ich meine, man hätte ihnen ja wenigstens den Effekt geben können, dass man ihn nicht tributieren könnte. Aber dann, ja dann wäre die Karte natürlich viel zu heftig gewesen und das Deck würde alles zerstören. Und warum? Weil alles andere gut ist.